Radiosendung? Ja. Ich werde Ihnen jetzt etwas zeigen. Sie sehen hier einen Mörder. Mehrfachen Mörder. Hilflos ausgeliefert seinen Zweisamen. Das sind Aufnahmen aus meinem Praxisraum. So kontrolliere ich mich selber in dem, was ich sage, was ich tue und was der Patient sagt. Wie geht es Ihnen heute? Sagen Sie, wie Sie geschlafen haben. Das letzte Mal haben Sie von Träumen erzählt. Wollen wir uns wieder über Ihre Träume unterhalten? Deutlich zu spüren, dass Sie hinübergehen in einen steuerlosen Zustand. Es baute sich eine Aggressivität auf. Meine Erfahrung sagte es mir, eine unmittelbar bevorstehende Gewalt. Der Mann wurde immer gefährlicher. Frau Dörner kam herein. Sehen Sie nur, wie der Mann steht. Erst wunderte ich mich. Ich wollte zu Frau Dörner sagen, holen Sie den Pfleger, der Mann dreht durch. Aber dann sah ich ihn an. Und da begriff ich, dass er auf die Musik reagierte. Es war Radiomusik. Er reagierte auf die Musik. Sie übte einen Einfluss aus. Ich fragte ihn... Kennen Sie die Musik? Sie sehen es, er antwortete nicht. Seine starre Haltung löste sich auf. Verginnigen Sie mich. Jetzt passen Sie auf. Sie überwand ihre Angst. Ein Mörder, noch dazu ein Frauenmörder. Beide, die hier voreinander stehen. Therapie mit Musik. Dieses Beispiel, dieses Erlebnis brachte mich darauf, Musik, diese Musik gezielt anzuwenden. Wenn Sie mich fragen, warum diese Musik, dieser langsame Walzer hat sicher keine magische Kraft, aber er enthält Harmonie. Tiefe Ruhe, in der sich Verkrampfungen lösen. Die Liste der Patienten, mit denen wir mit dieser Musik arbeiten. Hat sich von denen keiner über den Mann aufgeregt, der seine Frau fast tot geprügelt hat? Ich wette, nein. Viele Männer haben zwei, ich sag's mal so, Lieblingsbeschäftigungen. Sie lieben ihre Frau als ein Vergnügen, das sie sich selber bereiten. Und sie schlagen sie, auch weil es ihnen ein Vergnügen bereitet. Gott ist ein Mann. Wieso hat noch niemand Gott als eine Frau gesehen? Hören Sie, was Ihre Mutter sagt? Ja, ich höre, was sie sagt. Gott eine Frau. Ich glaube, die Welt sähe dann ganz anders aus. Gott, der Mann. Gott, die Frau. Nehme sie in ihre Arme. Hat es schon mal jemand gesagt? Nein, Margret. So hat es noch niemand gesagt. Sie sagte bei der Vernehmung, wenn Gott eine Frau wäre, interessanter Gedanke.
Derek ermittelt wieder am nächsten Mittwoch.